Guten Morgen und willkommen in der Mark Brandenburg. Heute geht's Richtung Biesenthaler Becken. Und es ist Nebel. Wunderschön. Aber erstmal aus dem kleinen Ort Rüdnitz raus. Wir haben zwar keine Berge, aber dafür kann Brandenburg mit enorm weiten und enorm bunten Landschaften aufwarten. Irgendwo da ganz hinten höre ich auch die ganze Zeit ein paar Kraniche. Ich habe sie leider noch nicht ins Bild bekommen, aber wenn sie mal in der Nähe sind, werde ich mit entsprechender Telebrennweite aufwarten. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück. Ach, was heißt zurück? Jetzt geht's vor in die Richtung. Dort komme ich dann ins Biesenthaler Becken. So langsam meldet sich auch die Sonne. Und so geht das die ganze Zeit weiter. In schönsten Herbstfarben. Ich freue mich schon, wenn ich beim Vlies ankomme. Das wird spannend. Moin, willkommen im Biesenthaler Becken, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Gleich vorweg, den Objektivdeckel, den ich selber gebaut habe für dieses Objektiv, den hätte ich jetzt schon verloren. Das Gute ist, er besteht aus Papier, heißt, es löst sich auf, es bleibt nicht irgendwie Plastik zurück. Aber ist schon ärgerlich. Wir kommen den Vlies immer näher, man hört es schon langsam rauschen. Und im Gegensatz zu Schmilka, wo jede Minute quasi so eine riesen Gruppen kommen, sind mir jetzt nach 4 Stunden die erste Gruppe begegnet. 4 Stunden. Das ist ein Riesenunterschied hier in Brandenburg. Nichtsdestotrotz, bestes Wetter, leicht bewölkt, für Fotografie ganz nett. Der Himmel ist nicht so langweilig. Und hier ist auch noch eine riesen
Tanne sehe ich gerade, die sich auch als Motiv eignen würde, aber ob ich die aufs Bild kriege, schwierig. Bleibt dran, es könnte noch spannend werden. Insbesondere das Vlies, das wird eine schöne Sache. Bis gleich dann wieder. Immer alles schön gekennzeichnet, sodass man sich eigentlich auch nicht verlaufen kann. Das ist einfach eine wunderschöne Gegend bisher. Immer wieder gibt es so eine kleine Brücken hier. Wo sich das Wasser drunter schlängelt. Und das ist schon eigentlich, soweit ich weiß, ein Teil vom Vlies. Gut. Dann mal weiter. Während es an vielen Stellen jetzt um diese Jahreszeit an Grün verliert und immer brauner wird, gibt es doch immer wieder auch was zu finden, was ständig grün bleibt. Zum Beispiel dieses kräftige Moos und Farn. Wie kleine grüne Inseln. Mitten auf dem Weg. Es ist immer schade, wenn Sachen verschwinden. Vor Jahren, als ich schon mal hier war, gab es diesen Briefkasten noch. Aber jetzt scheint davon irgendjemand abgerissen worden zu sein. Ich habe mich damals sogar eingetragen. Na, lässt sich nicht ändern. Verrückte gibt's immer. Zumindest die Brücke steht noch. Auch wenn sie ganz schön wackelig ist. Und zieht es sich hier wie in einer Schlucht. Links und rechts geht es weit hinauf. Und mittendrin das Vlies. Hier auch mal wesentlich weniger zugemüllt durch umgestürzte Bäume. Der gute Efeu, der ist auch nicht tot zu kriegen. Wächst überall.
teilweise wurden die Wege auch mit kleineren, naja, Stämmchen ausgebessert, weil das hier so dicht am Wasser doch sehr feuchter Boden ist. Nicht, dass noch ein Wanderer irgendwie, naja, der Fuß auf einmal am Boden verschwindet. Hat jemand Hunger? Ich hätte hier was im Angebot. Freischwebend. Naja, nicht ganz freischwebend. Durchaus noch an einem lebenden Baum dran. Wobei der irgendwie nicht mehr ganz so gesund aussieht. So ein bisschen. So sieht der Weg aus. Liegen natürlich auch überall die Stämme rum. Und wer hier lang möchte, sich hier durchkämpfen. Schon mal einen Felsen gesehen in Miniform. Dieser Pilz sieht fast aus wie ein Fels. Teilweise sogar wie ein Gesicht. Ein sehr breites. Sein Kollege dahinter, naja, nicht ganz so hübsch. Na Mensch, irgendwas stimmt hier noch nicht. Hey, da bin ich. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. War kurz, war jetzt nicht so spektakulär, ist aber eine schöne Gegend, kann ich nur empfehlen. So auf meiner Skala würde ich die bewerten. Die Natur natürlich wieder Daumen hoch, hier ist alles schön. Ich habe kaum Müll gefunden, also hält sich in Grenzen, war fast nichts vorhanden. Und wer die Tour nachlaufen möchte, ich blende hier dann nochmal kurz eine Karte ein. Ja. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich mache mich jetzt auf Richtung Wiesental. Das ist ungefähr in diese Himmelsrichtung dort. Und dann werde ich noch irgendwie was essen und dann irgendwie schauen, dass ich noch meinen Zug bekomme. Der fährt irgendwie jede Stunde. Also ist jetzt nicht das Problem. Ja, und das war's dann auch von meiner Seite aus. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit der Kamera reinfuchsen. Der habe ich jetzt neues Objektiv spendiert. Ich brauchte heute noch keinen einzigen ND-Filter. Sehr zufrieden. Ist ein russisches Objektiv, zwinker, zwinker, und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier, und hier oben bekommt ihr noch eine kleine Empfehlung und hier unten bekommt ihr dann noch ein Video von mir, also eins aus meiner Eigenregie, und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst mal wieder sehen. Bis dann. Und irgendwie bellt hier jetzt gerade ein Hund rum. Okay, ich glaube, ich mache mich mal auf. Tschüss.